mit dem Suzuki Swift. Bisschen noch nach vorne bitte, Simon. Jetzt. Gut, danke. Stopp. Sehr gut. Hallo Simon, grüß dich. Hi, servus. Suzuki Swift Sport. Genau. Dein Lieblingseisen momentan? Ja, mein erstes und mein liebstes Eisen. Okay, okay. Dein genau. erstes, das heißt, das ist dein allererstes Auto? Exakt. Okay. Genau. Wie alt bist du? 19. 19. 19. Und das Auto gebraucht oder neu gekauft? Neu. Neu gekauft, okay, gut. Und dann? Und dann? Dich gleich vertrauensvoll an Jochen Schweiger gewandt. Exakt. Und gesagt, so, jetzt gehen wir Gas. Übers Internet dann auf ihn aufmerksam geworden und dann gleich gedacht. Aha. Jetzt müssen zuerst mal gescheite Felgen drauf. Aha. Und ein bisschen tiefer das Ding. Dann ist noch der Auspuff gekommen. Ja. Und so nach und nach. Okay. Ist dann zu dem geworden, was es jetzt ist. Ja, hübsch. Schaut gut aus. Ja, doch. Okay. Dann können wir mit Jochen noch... Ja. Also auch hier nicht nur Kunde, sondern wie bei, kann man sagen, fast allen Kunden bei uns. Er schätzt die Beratung ja. bei uns ja. im Hause. Sehr starkes Absolut. Persönliches Feld. Wir nehmen uns Zeit und wenn dann der Kunde strahlende Augen hat und wir sind und das Projekt ist abgeschlossen oder beziehungsweise ihm fällt bestimmt nochmal was ein, da bin ich mir sicher. Aber und der Kunde ist glücklich und wir sind glücklich und wenn das Gesamtpaket einfach passt, also hier dezente Veredelungsmaßnahmen, ich sag mal, man hat erstmal das Fahrzeug wurde tiefer gelegt mit dem Federnsatz von der Firma H&R mit rund 30, 35 mm mit dem Serienfahrwerk, steht er perfekt da, original ist das Fahrzeug ja, etwas zu hoch, um es optisch perfekt zu ergänzen, ist eigentlich der Federnsatz von H&R hier die perfekte, dezente Lösung. Bei den Felgen sollte es bei Simon unbedingt eine 18 Zoll sein, also ist die Auswahl auch jetzt nicht so wahnsinnig groß, wenn man was Individuelles will und dann passend, sag mal, zu der Serienfolierung. Ist eine Serienfolierung, oder? Das ist keine Serienfolierung. Ah, okay, sorry. Die wurde nachträglich. Die wurde nachträglich passend zu dem Felgenfarbe sozusagen genau. gemacht. Okay, exakt. Habe ich Käse geredet, sorry dafür. Kein Problem. Nee, aber eine Bronze, eine Felge war schon so das Ziel. Dann hat man hier jetzt die 8x18 Barracuda Shocks. Auch mit der dezenten Konkavität. Hat auch eine sehr gute Bremsfreigängigkeit. Ist ein 5 Doppelspeichen. Acrylbeschichtet, kann auch im Winter gefahren werden, aber hier Sommerbereifung haben wir vorher noch kurz umgesteckt. Dann auch nicht zu verachten von Inoxcar, ich sag mal der Edelstahl, die Edelstahl-Sportauspuffanlage, auch bei uns erhältlich, macht einen ordentlichen Sound. Eine der besten Anlagen, ich sag mal unserer Meinung nach, für den Suzuki Swift. Mach mal Soundcheck. Am besten ist, wenn ich nochmal ausmache und dann startet dann okay. ein dezentes Blubbern. Jochen, kannst du mit dem Mikrofon ein bisschen hinten ans Auto, dass man das einmal... Ich stecke das Mikrofon mal in den Ausgang. Okay, somit ist es auch... Jetzt. Okay. Genial. So das kann man sein Mikrofon auch desinfizieren. Ja. CO2 pur. Sehr gut. Okay. Fein. Also zum Fahrzeug gibt es auch noch ein Video auf YouTube. Könnt ihr auch mal auf den JMS Fahrzeugteile-Kanal reinschauen. Geht so rund eine Minute, dann sieht man noch ein bisschen mehr Details, wenn ihr Lust habt. Genau. Ja. Nee, in diesem Sinne gehen wir in den nächsten Schritt über. Okay, irgendwas außer alles. Simon, hast du noch irgendwas loszuwerden oder irgendwas zu sagen? Ansonsten, nee, vielen Dank, dass ihr da sein dürfen. Gerne. Für die Beratung. Und ich denke, irgendwas finden wir dann wieder. Was wir noch veredeln können. Herzlich willkommen bei uns im Shop. Und verbessern können. Perfekt. Okay, super. Super, Dankeschön. Okay. Also, gute Heimfahrt. Vielen Dank.